Hallo, mein Name ist Brian. Ich würde euch gern erzählen, was mir vor ein paar Wochen passiert ist. Eine Frage am Rande. Ist es nicht erstaunlich, wie das Leben von einer Sekunde auf die andere völlig auf den Kopf gestellt werden kann? Ich kann es immer noch nicht so recht fassen. Keine Angst, jetzt kommt keine Lebensbeichte. Hier nur das Nötigste. Ich bin vor 24 Jahren als schrecklich braver Junge in New York zur Welt gekommen. Habe etwas später, wie man sich vorstellen kann, mein Physikstudium an der Columbia University mit Auszeichnung abgeschlossen. Gleich im Sommer bewarb ich mich an verschiedenen Hochschulen um einen Doktorandenplatz und bekam einen an der begehrtesten Uni des Landes, Berkeley. Professor Silver, der Leiter der angewandten Physik, bot mir an, meine Dissertation bei ihm zu schreiben. Mein größter Traum. Zum Greifen nah. Ich packte also meinen Koffer und klemmte mich in das Lenkrad. Auf nach Kalifornien, einmal von Küste zu Küste. Ich muss ziemlich blöde gegrinst haben. Das ist mir dann allerdings schnell vergangen. Wie hätte ich auch nur ahnen können, was ich in den folgenden Tagen noch abspielen würde? In welche Schwierigkeiten ich gerate? Was für seltsame Gestalten mir über den Weg laufen? Dass hunderte von Gefahren mich auf Schritt und Tritt verfolgen. Mir stand ein richtiges Abenteuer bevor. Und ich wusste nichts davon. Aber lasst uns jetzt lieber mit der Geschichte fortfahren. Also, wie ich bereits sagte, mein Auto und ich waren bereit für die Reise nach Kalifornien. Ich war nachts losgefahren, um vor Tagesanbruch möglichst viele Kilometer zurückzulegen. Von meinen Eltern, meiner Schwester und meinem Hund hatte ich mich schon verabschiedet. Plötzlich fiel mir ein, dass in der Zentralbücherei von Manhattan noch ein vorbestelltes Buch für mich lag. Ich hatte lange darauf gewartet. Zum Glück hat die Bücherei durchgehend geöffnet. Ich beschloss, das Buch noch auf die Reise mitzunehmen. Ich würde es dann von Berkeley aus zurückschicken. Also fuhr ich auf direktem Wege nach Manhattan. Tja, und diese Entscheidung sollte mein Leben umkrempeln. Hi Leute und recht herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play und ja, ein paar haben sich ja ein Adventure gewünscht. Und während hier der brave Ryan, hieß er glaube ich, noch seine Koffer packt, braut sich da im Hintergrund ein geniales Grafik-Adventure von Pendulo Studios an mit echt cooler Musik, die hoffentlich keine Copyright-Probleme gibt. Ich hoffe wirklich, dass es keine Copyright-Verletzungen gibt. Jetzt kommen erstmal die Credits. Vor dem Spiel noch, das ist unüblich, aber hey, okay. Bam, bam, bam. Musste noch nie in einer Opening-Sequenz von einem Let's Play weniger reden als bei diesem Spiel, aber das ist halt ein Adventure mit einigen Filmsequenzen, also gewöhnt euch daran. Dafür hat's coole Musik. Und wir spielen ein, ja, fertigen Student, der sich um einen Doktorandenplatz bewirbt, offenbar. Was hat's mit dieser jungen Dame auf sich? Oh nein. Mein Gott, bleib hier!
Sie dürfen uns nicht sehen. Oh Mann, sie hat das Bewusstsein verloren. Ich bringe sie lieber ins Krankenhaus. Wir werden uns im Krankenhaus um sie kümmern. Vielleicht hat dieser Idiot die Arbeit für uns erledigt und sie ist schon tot. Schon möglich. Aber wir sollten uns davon überzeugen. Ab ins Krankenhaus, in die erste Szene in diesem wundervollen Adventure. Auf der Fahrt zur Bücherei lief mir ein bildhübsches Mädchen vor den Wagen. Ich bekam einen Riesenschreck. Sie tauchte so plötzlich auf, dass ich nicht mehr ausweichen konnte. Zum Glück war nichts Schlimmes passiert. In der Notaufnahme des Krankenhauses wurde sie gründlich untersucht. Sie war unverletzt, stand aber unter schwerem Schock. Nervöses Unfalltrauma, glaube ich. Man wollte sie für 24 Stunden zur Beobachtung dort behalten. Um sie ruhig zu stellen, gab man ihr ein Schlafmittel. So würde sie sich am besten erholen. Was soll ich sagen? Ihr Name war Gina. Und sie war einfach hinreißend. Und wie in jedem guten Spiel. Ich konnte einfach nicht weiterfahren und diesen Engel an diesem wildfremden Ort allein lassen. Geht es um eine Frau? Ja. Bitte geh nicht weg. Sie wollen mich umbringen. Ganz ruhig, beruhige dich doch. Alles wird gut. Ich habe dich mit meinem Wagen angefahren. Es war nichts Ernstes. Du bist in einem Krankenhaus, wo du dich erholst. Nein, nein, die wollen mich umbringen. Ich muss weg hier. Wer sind die? Beruhige dich bitte. Erzähl mir, warum dich jemand umbringen sollte. Heute Nacht ist etwas Schreckliches passiert und ich bin Zeugin gewesen. Ernsthaft, ich bin Sängerin und arbeite im Pink Iguana, einem Innenlokal mit Live-Show. Heute Nacht, als die Show endete, wartete mein Vater auf mich. Er arbeitet für den Geheimdienst. Er sagte mir, dass er dringend mit mir sprechen müsse. Gina, mein Kind, ich bin in Gefahr. Ich bin in eine ziemlich große Sache verwickelt und fürchte, dass du auch in Gefahr schwebst. Was ist denn los, Daddy? Du machst mir Angst. Keine Zeit für Erklärungen. Sie sind hinter mir her. Du musst dieses Kruzifix an dich nehmen. Und egal was passiert, sie dürfen nie erfahren, dass du es hast. Ich kann niemandem vertrauen. Nicht einmal der Polizei. Aber Daddy, bitte, sag mir, was ist denn los? Sie sind schon hier. Schnell, nimm das Kruzifix und lass dich nicht mit mir blicken. Es war furchtbar. Mehrere finstere Typen zerrten meinen Vater in das Lager des Lokals. Ich konnte mich gerade noch rechtzeitig mit dem Kruzifix verstecken. Ich folgte ihnen zum Lager. Sie haben meinen Vater an einen Stuhl gefesselt und begannen ihn auf brutalste Weise zu verhören. Zwei der Männer hörten nicht auf, meinen Vater zu schlagen. Mich traf es wie aus heiterem Himmel, als ich sah, wer die Befehle gab. Die Gebrüder Sandretti. Was? Die berüchtigten Mafiabosse? Was können diese Typen mit deinem Vater zu tun haben? Ich weiß es nicht, aber sie... Holt alles, was er weiß, aus ihm heraus. Schlagt ihm die Wahrheit aus den Knochen. Rede endlich! Wo ist es? Nein. Von mir erfahrt ihr nichts, verdammte Schweine. Glaub mir, du wirst schon sprechen. Sprechen oder sterben. Geh zum Teufel! Es sieht so aus, als möchte unser Freund nicht kooperieren. Wie bedauerlich. So, wir haben hier also einen Typen, der sich nicht beeindrucken lässt, wie? Jungs, vielleicht seid ihr bisher zu nett zu unserem Gast gewesen. Das Ganze könnte direkt aus einem schönen Mafia-Film kommen. Ja! Der kann ein paar schöne Kombos. Sag mal, hast du nicht gehört, wie sein Hals geknackt hat, Mann? Du hast ihn umgebracht, Blödmann! Ah! Schnappt sie euch! Den Rest der Geschichte kennst du. Ich floh durch eine Gasse und rannte auf die Straße. Nicht gerade die beste Idee. Lass mich nicht allein, bitte. Sie warten auf mich. Ganz ruhig. Du musst dich erstmal erholen. Schlaf nur. Wow. Ich lasse dich nicht allein. Sie ist eingeschlafen. Das Beruhigungsmittel, das sie genommen hat, muss schon gewirkt haben. Was für eine Geschichte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wahrscheinlich hat der Unfallschock die Ärmste stärker mitgenommen, als ich dachte. Aber wenn es wahr sein sollte und wenn sie nun wirklich in Lebensgefahr schwebt, ich kann nicht einfach gehen und alles vergessen.
Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn ich später erfahren würde, dass ihr etwas zugestoßen ist. Ich habe mich schon entschieden. Ich werde das Krankenhaus erst verlassen, wenn ich sicher bin, dass Gina sich außer Gefahr befindet. Aber wie verhält man sich eigentlich in Situationen wie dieser? Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich lasse mir besser etwas einfallen, um Gina zu beschützen. Für den Fall, dass diese Mafia-Killer auftauchen, von denen sie erzählt hat. Ja, und wir können endlich laufen. Yay! 10 Minuten Intro. Mann, habe ich schon lange kein Spiel mehr gezockt, was so langes Intro hatte. Und ich muss aufpassen, das stimmt. Ich kann mit der Maus den Bildschirm verlassen, was nicht so gut ist. Aber Fraps sollte damit okay sein. Es hat ein, ja, typisch Point-and-Click-Fenster-mäßiges Steuerung halt. Man hat ein Inventar, man hat Optionen. Ich kann hier schon mal speichern. Lautstärke wird keinen großen Unterschied machen, glaube ich. Lassen wir es mal. Sichern. Name des Spielspanns angeben. Jo, 1. Mir aus. Und weiterspielen, bitte. Thank you. Oh Gott. Nach jedem Klick ist es jetzt wieder außerhalb vom Bildschirm. Das kann aber nicht sein. Ich vermute, dass man dort die Sachen der Patienten aufbewahrt. Ja, würde ich auch sagen. Das wäre aber ziemlich doof eingestellt, okay. Ich hoffe, dass Sie es heute Abend nicht mit einem anderen Patienten belegen. Ja, das hoffe ich auch. Ah. Ach so, ich weiß auch wieso, okay. So, da bin ich wieder und ich habe das Problem gefixt. Das lag nur daran, dass ich meinen zweiten Monitor als zweiten Monitor benutzt habe und in den Grafikeinstellungen das auch einstellen konnte, aber das natürlich nicht mit Windows klarkam. Egal, wir können hier einiges nachschauen. Da ist kein Krankenblatt. Ha, da ist aber eins. Natürlich ist da kein Krankenblatt, da ist auch kein Patient drin. Es beschreibt das Leiden des Patienten und nennt den behandelnden Arzt. Ja, das ist in der Regel ein Krankenblatt. Lieber nicht. Ein fehlendes Krankenblatt könnte Verdacht erregen. Schade. Hier können wir ein paar Dinge untersuchen. Linksklick ist anschauen, beziehungsweise kontextsensitiv ein bisschen. Rechtsklick ist meistens nehmen. Oder halt generell zwischen Aktionen umschalten, aber es gibt normalerweise nur anschauen und nehmen. Inventar haben wir, da haben wir Brieftasche, Autoschlüssel, Bücher, Quittung und Bernstein. Ja. Oh, also da ist. Nein, nicht ESC drücken. Okay, keine Ahnung, wie man da jetzt wieder rauskam, ohne ESC zu drücken. Na gut, dann schauen wir mal an. Tablettenblister, was haben wir hier? Das war das Schlafmittel, das Gina genommen hat. Also, das haut ja ganz ordentlich rein. Ja, das Game ist etwas in die Jahre gekommen. Aber an sich ist es immer noch ein schönes Spiel und die vorgerenderten 3D-Charaktermodelle, boah, geht eigentlich noch. Kann man auf jeden Fall noch anschauen. Nehmen wir mal das mit. Somnilon, ein starkes Schlafmittel. Das ist auf jeden Fall ganz nützlich. Leer. Das ist sehr schön. Nehmen wir trotzdem mit. Er ist an einer Stelle eingerissen. Wahrscheinlich, als Gina das Schlafmittel eingenommen hat. Es ist, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ein typisches Point-and-Click im Sinne von, man sollte alles mitnehmen, was man mitnehmen darf. Denn alles, was man mitnehmen darf, ist etwas, was man später auch benutzen kann. So einfach ist das. Vielleicht kann ich das noch gebrauchen. Und ich bin nicht gerade ein Adventure-Noob, muss man sagen. Ich habe in meiner Jugend, früher, relativ viel Adventures gezockt und dann irgendwann einfach irgendwie aufgehört oder kein richtiges Adventure mehr gefunden, das mich so interessiert hat, bis dann Harveys neue Augen und so kam und Gronkh das LP't hat und das hat mich dann wieder, Dafür habe ich keinen Schlüssel. Ja. Sie gehört Gina. Die hatte sie bei sich, als ich sie anfuhr. Ich werde die Tasche aufbewahren, bis Gina aufwacht. Das ist immer gut. Man weiß ja nie. Heizkörper. Sie ist zu dieser Jahreszeit außer Betrieb. Sie ist an die Zentralheizung angeschlossen. Ich kann sie von hier aus nicht andrehen. Ha. Okay, können wir hier noch irgendwas tun? Nein, es wäre besser, wenn niemand mitbekommt, dass ich immer noch hier bin. Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Ist hier hinten irgendwas? Okay, das Game mag es nicht, wenn ich in den Bildschirmrand komme. Okay. Hier ist ein Fenster. Die Stadt ist um diese Uhrzeit sehr ruhig. Ein Sprinkler, falls es mal brennt.
Tja, ob wir das benutzen müssen? Ich kann ihn nicht erreichen. Ja, außerdem glaube ich, dass er nur auf Hitze reagiert. Lieber nicht. Ich ziehe konventionellere Methoden vor. Die Türen zum Beispiel. Ja, das war ein schöner Seitenhieb. War hier nicht irgendwo ein Badezimmer, wo man hingehen konnte? Oh Gott, ist das lange her, wo ich das Spiel mal... Weiß nicht. Hab ich's durchgezockt? Ich glaube nicht. So ein typisches Game, was man nie so richtig durchgezockt hat. Die Frames in diesem Game sind sehr komisch. Das kann ich mal schon mal sagen. Gehen aus auf den Gang, gehen in die Richtung. Na, bringt nichts. Okay, dann schauen wir mal, ob wir mit ihr sprechen können. Später. Wahrscheinlich noch. Sie schläft tief und fest. Okay, hier können wir also sonst nichts anfangen, außer dass wir jetzt einiges an Zeugs haben. Wir können... Das bringt nichts. Nein. Ich glaube, wir können sowieso noch nicht arg viel tun. Nope. Ja, ich würde gerne wieder zurückgehen. Ah ja, hier, okay. Sehr schön. Sehr nice. Gib AIDS keine Chance. Ja, Kinder. Gut darauf hören. Ich glaube nicht, dass ich es gebrauchen kann. Kann ich hier... Ja. Damit ruft man die Krankenschwester. Bisher ist noch nichts passiert. Wieso soll ich das tun? Ehrlich, ich brauche keine Krankenschwester. Da dasselbe? Ehrlich. Okay. Ich habe auch früher mal mit so einem Adventure-Maker rumgebastelt. Das ist schon sehr lange her. Ich glaube, das war das erste richtige. Nach dem RPG-Maker. Ich weiß nicht, was vorkam, aber... Ja, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen mal mich in die Adventure-Szene reinprogrammiert, was da... Ah, okay, da wollte ich rein. Badezimmer. Ich glaube, den Emergency Plan hätten wir auch noch benutzen können. Und hier dürften wir dann einiges haben zum Mitnehmen. Plupp. Das könnte nützlich sein. Ja, könnte es. Man muss hier immer schön alles untersuchen... Der ist für kaltes Wasser. Nein, ich möchte mir nicht die Hände waschen. Okay. Dieser Big Apple Aufkleber gefällt mir. Geht nicht. Er ist abgeschlossen. Ha. Außer Betrieb. Toll. Die Dusche ist leider außer Betrieb. Ihr fehlen die Wasserhähne. Tja, was kann man da noch machen? Nein, wozu soll ich das denn benutzen? Weiß ich nicht. Ich nehme immer alles mit. Was soll ich dazu sagen? Eine Toilettenschüssel. Zurzeit brauche ich sie nicht. Gut. Und ja, ich gebe es zu. Ich bin zu schüchtern, um gewisse Dinge vor Publikum zu erledigen. Breaking the fourth wall. Damals war das noch völlig in Ordnung. So einer, den man mit dem Fuß öffnet. Okay, dann öffne ihn mal. Jemand hat einen Filzstift hineingeschmissen. Ja, den nehmen wir doch gleich könnte mal mit. Könnte ja sein, dass er sich als nützlich erweist. Ja. Könnte ja sein, dass ich immer genau die Sachen mitnehmen kann, die ich später auch benutze. Geht nicht. Er ist abgeschlossen. Ah, das ist aber abgeschlossen. Stimmt, okay. Sonst gab es hier aber nichts mehr. Reicht das? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich kann jetzt wieder rausgehen. Gibt es leider keine Schnelllauffunktion wie bei Edna oder so. Mal sehen. Das ist ein Plan des Krankenhauses. Genauer gesagt von dieser Etage. Hier sieht man dieses Zimmer. Hier den Flur und wenn ich mich nicht irre, gibt es links vom Zimmer, auf der anderen Seite des Flures, einen Lagerraum. Das könnte sehr interessant sein. Den brauche ich nicht mitzunehmen. Ich kann ihn dort, wo er ist, gut lesen. Okay, dann nehme ich ihn halt nicht mit. Ich kann immer noch nicht mit dir reden. Hab ich jetzt irgendwas? Alkoholflasche. Gott, kann ich... Das wäre unklug. Okay, eigentlich fand ich es recht klug. Na gut. Dann halt nicht. In seiner Flasche ist der Alkohol wohl besser aufgehoben. Okay. Spaßverderber. Mensch. gut, dann enden wir diese Episode wohl diesen nicht ganz so spannenden Cliffhanger. Hab gehofft, dass ich da noch einen schöneren Cliffhanger reinbauen kann, aber ich muss auf jeden Fall erstmal prüfen, wie die Aufnahme und so läuft. Falls es euch gefallen hat und glaubt mir, das Game wird noch unglaublich cool. Schönes Adventure, wirklich. Mit relativ viel Humor gewürzt. Nicht unbedingt so viel wie Deponia oder so, aber trotzdem recht witzig. Ja, ich würde dann mal sagen, das war's dann soweit von mir. Ich speichere mal. Spielstand 2. Und ja, falls euch gefallen hat, liken. Falls es sehr gefallen hat, abonnieren. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das Spiel kennt, ob ihr vielleicht die
das Spiel oder die Nachfolger schon mal gespielt habt und generell, ob ihr Adventure-Freunde seid oder nicht, dann würde ich mal sagen, war's das von mir für heute. Ciao, Leute! Wie hätte ich auch nur ahnen können, was sich in den folgenden Tagen noch abspielen würde? In welche Schwierigkeiten ich gerate? Was für seltsame Gestalten mir über den Weg laufen? Dass Hunderte von Gefahren mich auf Schritt und Tritt verfolgen. Mir stand ein richtiges Abenteuer bevor. Und ich wusste nichts davon. Aber lasst uns jetzt lieber mit der Geschichte fortfahren.